herzlich willkommen zu einer neuen Folge 95 Olé, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Fortuna auf Zickzackkurs durch die zweite Liga. Nach einem guten Spiel gegen Bochum folgte ein schlechtes gegen den KSC, über das ich gleich natürlich auch mit meinem Gast spreche. Vorher werfen wir aber noch mal einen Blick auf das 1:1 in Karlsruhe. Fortuna Düsseldorf kam beim Karlsruher SC nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Über die volle 90 Minuten konnte die Fortuna nicht an die guten Leistungen aus den letzten beiden Spielen anknüpfen und ging etwas überraschend durch einen verunglückten Freistoß von Kerem Demirbay in Führung. Nur 9 Minuten später war es ausgerechnet der Ex-Düsseldorfer Jimmy Hoffer, der nach einigen vergebenen Chancen doch noch für den KSC traf und den Ausgleich markierte. Die Statistik belegt, dass der KSC das etwas bessere Team war. Sowohl beim Ballbesitz als auch bei den gewonnenen Zweikämpfen lagen die Karlsruher knapp vorne. Auch bei den Torschüssen waren die Badener führend. Lediglich bei den Eckstößen war die Fortuna gleichauf. In der Tabelle spiegelt sich dennoch auch das 1:1 wieder. Mit einem Punkt mehr auf dem Konto steigt die Fortuna auf Platz 15 mit jetzt 6 Zählern. Das Unentschieden gegen den Karlsruher SC, ein Ergebnis, über das sich vielleicht auch der Individualtrainer für Talentförderung bei der Fortuna gewundert hat. Herzlich willkommen, Jens Langenicke. Danke. Jens, über deine neuen Aufgaben bei der Fortuna sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Wir kommen erstmal zur ersten Mannschaft. Wie hast du das Spiel gegen den Karlsruher SC gesehen, beziehungsweise hat dich das Ergebnis oder das Auftreten auch so gewundert? Eigentlich nicht so sehr. Also, dass es ein ganz anderes Spiel wird als in Bochum zuvor, das ja, war mir eigentlich klar. Allein von den ja, Voraussetzungen und Gegebenheiten. Ich sag mal, es ist in Bochum vor ausverkauftem Haus und 3.500 Fortunen. Ja, natürlich einfacher. Bochum hat mitgespielt. Dass das ein ganz anderes Spiel wird als in Karlsruhe war, war mir eigentlich klar. Und gut, jetzt mit der Leistung nicht unbedingt, aber mit dem Punkt, denke ich mal, können wir sehr gut leben. Und wenn wir jetzt am Freitag gegen Sandhausen nachlegen, dann haben wir aus den letzten 4 Spielen 8 Punkte geholt. Da sind wir absolut im Soll. Also alles im Rahmen, kein Grund zur Enttäuschung. Auch nachdem alle gesagt haben, es ist ein bisschen enttäuschend gewesen, die Leistung nach dem Spiel gegen Bochum. Ja gut, also dass man die Leistung wie in Bochum nicht bei jedem Spiel abrufen kann. Ich denke mal, das ist klar. Also in Bochum haben wir den Tabellenführer dominiert, waren haushoch überlegen, trotzdem erst in der Nachspielzeit, ich sag mal, den einen Punkt mitgenommen. Aber so dominant und so ein offenes, ja, hochklassiges Spiel, das hast du in der zweiten Liga nicht jedes Wochenende. Und ja, Karlsruhe hatte ja auch kein Interesse am Spiel teilzunehmen. Die haben selber große Probleme, haben, glaube ich, aus den letzten Spielen 0:11 Tore gehabt. Und das hat man schon gemerkt. Also, dass da die Karlsruher auch erstmal auf Sicherung des eigenen Tores aus waren. Und dementsprechend war nicht der große Schlagabtausch zu erwarten wie in Bochum. Also, das war ein zähes Spiel. Da haben wir uns vielleicht auch ein Stück weit einnullen lassen. Und wie schon gesagt, also der Punkt ist absolut in Ordnung. Den nehmen wir gerne mit. Und den wollen wir jetzt gegen Sandhausen vergolden. Und dann ist alles im grünen Bereich. Wie schwer ist es denn, wenn man merkt, die erste Halbzeit, die läuft jetzt nicht so, wie wir uns das gehofft haben, dann werden natürlich ein paar Sachen angesprochen in der Halbzeit, das dann auch umzustellen in der zweiten Halbzeit, dass man dann sagt, wir packen das jetzt oder wir krempeln das Spiel jetzt nochmal ganz um und spielen ganz anders. Geht das überhaupt? Ja, ein Stück weit schon, natürlich. Also in Karlsruhe stand zur Halbzeit 0:0, also dementsprechend ist nicht viel passiert in der ersten Halbzeit. Natürlich reflektiert man die eigene Leistung, dann spricht einiges an und ja, versucht dann ja, aus der Mannschaft heraus sich zu pushen und die zweite Halbzeit dann ja, besser zu gestalten als die erste. Also natürlich kann man nicht immer alles von 0 auf 100 krempeln. Manchmal hat man auch einen gebrauchten Tag. Deswegen, wie gesagt, solche Spiele kommen auch vor. Wäre natürlich schön gewesen, nach der Führung die letzten 10 Minuten auch noch ohne Gegentor zu überstehen. Aber wie gesagt, alles im grünen Bereich. Frank Kramer hat gesagt, nach dem 1:0 hätte man hinten dicht machen müssen. Wieso hat die Mannschaft das nicht hingekriegt? Beziehungsweise wäre es nicht auch Kramers Aufgabe, das gewesen, von der Mannschaft zu verlangen, beziehungsweise darauf hinzuweisen, jetzt müssen wir hinten dicht machen bei dem Spiel, das halt nicht so gut läuft? Ja gut, das ist natürlich einfach zu sagen, aber Fakt ist nun mal jetzt, das 1:1 war ein individueller Fehler. Die passieren immer wieder und da kannst du Marschrichtungen vorgeben als Trainer oder sonst wer. Diese Fehler passieren und das hat auch nicht groß was mit Taktik zu tun. Das war dann einfach ja, eine schlechte Aktion.
eines Einzelnen. Das weiß der Christian Strohdink natürlich auch selber. Und das passiert halt. Sollte nicht passieren, am besten nicht so oft, aber ist halt passiert. Das hat nichts mit Taktik zu tun. Ist ja auch jetzt nicht so, dass ihm der einzige Fehler passiert ist. Es sind ja viele einzelne Fehler gewesen. Also gibt es auch gar keinen Grund, irgendwie zu sagen, Christian Strohdink hat das Spiel jetzt vermasselt. Also das kann man überhaupt nicht sagen. Nein, natürlich. Es ist immer eine Mannschaft. Also jeder macht Fehler. Wer sich davon freispricht, der lügt. Und das ist ja auch überhaupt kein Vorwurf. Wir Spieler wissen, also jetzt sage ich noch wir Spieler, ich spiele ja nicht mehr, aber ich wusste auch immer am besten, wenn ich Fehler gemacht habe oder Scheiße gespielt habe. Also das ist einem dann selber schon bewusst. Also da muss man auch groß gar nichts sagen. Also das kommt vor, sollte am besten nicht zu oft vorkommen, solche groben Patzer, aber wie gesagt, wir haben einen Punkt mitgenommen und da braucht man jetzt auch gar nicht groß auf die Mannschaft noch einschlagen. Morgen ist das nächste Spiel und dann geht's schon weiter. Das ist ja das Schöne an so einer englischen Woche. Genau. Und damit das nicht nochmal passiert, wird natürlich auch wieder trainiert vor dem Spiel gegen Sandhausen. Und wie das Training abgelaufen ist, das hat sich Marius Ross angeschaut. Eigentlich hatten sich Michael Rensing und seine Kollegen das Spiel in Karlsruhe anders vorgestellt. Nach den positiven Ergebnissen der letzten beiden Spiele gegen München und Bochum wollte man den gewonnenen Schwung eigentlich mit in die Partie gegen Karlsruhe nehmen. Doch Fortunas Keeper weiß jetzt, warum das leichter gesagt als getan war. Wir waren gut eingestellt. Ich finde, vielleicht hat es auch ein bisschen damit angefangen, dass man ist ins Stadion gekommen. Es lag wahrscheinlich auch in der Anschlusszeit. Irgendwie war nicht viel los. Es war so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter. Und dann muss man sich dann halt pushen, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir so ein bisschen lethargisch gewirkt haben, nicht aus dem Park gekommen sind. Und ja, dadurch, denke ich mal, hat das Feuer gefehlt. Die Zweikampfführung war nicht so gut, die Bilanz war, glaube ich, nicht ganz so gut. Sind nicht so viel gelaufen wie sonst. Und ja, da kommt dann eins zum anderen. Der erhoffte nächste Dreier für Spielmacher Kerem Demir bei und seine Kollegen blieb somit aus. Nachdem sich die Spieler vom Dienstag am Mittwoch erstmal das Spiel im Arena Sportpark aus den Knochen radelten, blieb immerhin die Erkenntnis, dass man nun seit 3 Spieltagen ungeschlagen ist. Hauptverantwortlich dafür ist im Fall KSC natürlich Kerem Demir bei. Was den Karlsruher Ausgleich angeht, da sieht Fortunas Zehner die ganze Mannschaft in der Pflicht, auch wenn er mit seinem Freistoßtor zum 1:0 überhaupt erst die Grundlage für den geholten Auswärtspunkt legte. Ich habe den gut getroffen. Der war so geplant, dass wir, wenn den keiner berührt, dass er aufs Tor kommt. Und ja, das war natürlich überragend für mich und auch für die Mannschaft, dass wir außen nichts an das 1:0 machen. Unglücklich, dass wir noch das 1:1 kriegen, aber jetzt auch mal, um klarzustellen, ich mache der Attacke absolut keinen Vorwurf. Das kann jedem von uns passieren. Wir hatten in der ersten Halbzeit hätten wir einige Dinge auch reinkriegen können. Renz hat uns da noch im Spiel gehalten. Deswegen kein Vorwurf an Taka, sondern allgemein an die ganze Mannschaft. Michael Rensing und Co. würden am kommenden Freitag gegen den SV Sandhausen jetzt natürlich gerne den zweiten Heimsieg in Folge einfahren. Sandhausen ist auswärts aber alles andere als zurückhaltend. 2 der 4 Auswärtsspiele in dieser Saison konnte der SV für sich entscheiden und erzielte dabei 9 Tore. Da wird es halt nur darum oder darüber gehen, wieder Zweikämpfe zu gewinnen, wach zu sein, da zu sein, griffig zu sein, aggressiv zu sein, geringe Abstände zu haben, gutes Spiel mit dem Ball zu haben, auch gegen den Ball gut zu spielen, was wir auch in Bochum gut gemacht haben. Und was dann das Spiel dann oder unser Spiel da ausgezeichnet hat. Und das müssen wir dann besser machen als gestern. Kerem Demir bei findet für die Mannschaft mit Ex-Fortuna Rani Safirvanovic sogar noch deutlichere Worte. Sandhausen ist ein ekliger Gegner, der ist eklig zu bespielen. Wir spielen zu Hause mit unseren Fans im Rücken. Und ja, wir werden zusehen, dass wir uns gut vorbereiten. Lange ist nicht mehr, das ist das Gute im Fußball, dass wir gleich jetzt in 2 Tagen wieder spielen. Ich denke, jetzt ist wichtig, dass wir uns gut regenerieren und den Fokus auf Freitag legen. Momentan trennen die Fortuna und Sandhausen in der Tabelle 5 Plätze und 3 Punkte. Vielleicht sieht das nach dem kommenden Freitag ja schon anders aus. Der SV Sandhausen, also der nächste Gegner von der Fortuna. Und dann natürlich auch die Frage an Jens Langenecke, wie schätzt du die Sandhausener ein? Ja, Sandhausen ist natürlich überragend gestartet in die Saison. Trotz des Punktabzuges standen sie an der Tabellenspitze, sind jetzt aber in den letzten Spielen auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgekommen. Aber ich glaube, speziell in der Offensive müssen wir schon aufpassen. Da haben sie gefährliche Spieler, natürlich auch mit dem Rani. Wäre natürlich nicht so schön, wenn sich die Geschichte aus Karlsruhe, dass unsere Ex-Spieler ausgerechnet gegen uns treffen, sich jetzt morgen fortsetzen würde. Aber wir müssen einfach den Schwung, ich sag mal, aus den letzten 3 Spielen mitnehmen.
und mit dem Dreier dann ja, 8 Punkte aus den letzten 4 Spielen klar machen, dann haben wir schon mal ja, einen guten Start, sag ich mal, nach dem ja, miserablen Auftakt. Du hast gerade Rani Safiovanovic angesprochen. Er hat auch jetzt gegen 1860 München getroffen. Nicht, dass er sich warm geschossen hat. Ja gut, also es reicht ja, wenn das jetzt das Tor für die Woche war. Also muss jetzt nicht noch eins dazukommen. Okay, du hast gerade die Torgefälligkeit angesprochen. Also die haben ein unglaubliches 6:0 gegen Braunschweig gemacht. Haben die zweitmeisten Tore in der Saison geschossen. Da kommt richtig was auf die Abwehr zu. Ja, absolut. Ich habe es gerade gesagt. Also die Stürmer haben ja, jeder Einzelne für sich eine hohe individuelle Qualität. Und da muss man schon sehr, sehr wachsam sein, dass man, ja, dass man nicht unbedingt Torchancen am Fließband zulässt. Weil wenn man ihnen die Chancen gibt, ich glaube, dann wird es brandgefährlich. Aber ich glaube, dass wir das morgen ganz gut kontrollieren werden. Du hast selber Abwehrspieler, Innenverteidiger. Geht man dann anders oder mit anderen Gedanken in so ein Spiel rein, wenn man weiß, okay, da kommt eine richtig gefährliche Offensive beziehungsweise eine Offensive, die zuletzt wirklich gut getroffen hat? Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich geht man in jedes Spiel gleich rein. Also Ziel ist für uns als Abwehrspieler primär zu Null zu spielen. Und da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob da eine Mannschaft kommt, die in den letzten Spielen nicht getroffen hat oder eine Offensive, wo die Stürmer einen guten Lauf haben. Jedes Spiel ist dann, wenn es dann angepfiffen ist, für sich zu betrachten. Und ja, da spiele ich dann einfach gegen den Gegenspieler, der da ist. Also in der Situation, wenn ich den Zweikampf dann habe, dann mache ich mir jetzt keine Gedanken, oh, der hat jetzt die letzten Wochen oft getroffen, jetzt wird es gefährlich. Also das spielt dann keine Rolle. Okay, dann schauen wir mal, wie das Spiel gegen Sandhausen läuft. Natürlich hoffentlich mit positivem Ausgang für die Fortuna. Und kommen jetzt mal zu dir, beziehungsweise zu deiner neuen Aufgabe bei der Fortuna. Ich habe es eben gesagt, Individualtrainer für Talentförderung. Was genau verbirgt sich hinter diesem Aufgabenbereich? Ja, im Prinzip ist mit der Bezeichnung schon einiges gesagt. Also ich betreue ja, ausgewählte Spieler von der C-Jugend bis zur A-Jugend, also in 3 Altersklassen, die ich individuell noch zusätzlich zu ihrem Mannschaftstraining begleite. Das ist, du wirst jetzt bestimmt fragen, wie das im Detail aussieht. Genau, wie sieht das aus, genau? Das ist ja im Prinzip ja, eine komplette Betreuung. Natürlich erzähle ich denen nicht, wo sie einkaufen können, keine Frage. Aber ich versuche, ja, so nah wie möglich an den Jungs dran zu sein, ihnen natürlich aus meinen Erfahrungen etwas weiterzugeben. Aber auch ganz praktisch ein zusätzliches Individualtraining oder in kleinen Gruppen. Ich sag mal, es sind zum Beispiel aus der U17 3 Spieler, dass man dann zu dritt mit mir dann nochmal individuell auf ja, Schwächen eingeht, die trainiert oder Stärken fördert. Kann dann auch mal eine Videoanalyse sein. Ich versuche, so viele Spiele wie möglich zu sehen. Ist natürlich nicht ganz einfach. Teilweise ist es auch parallel, ob es jetzt U15, U17, U19 hauptsächlich sind. Aber ja, mein Ziel ist es schon, die meisten Spiele davon zu sehen. Aber auch, ja, wenn nicht, gibt's auch in den Bundesligen zumindest komplette Videoaufzeichnungen, sodass ich dann mit den Jungs auch über die Spiele sprechen kann. Alles natürlich zusätzlich zum Mannschaftstraining, was sie eh haben. Inwieweit hilft es dir, beziehungsweise kommt es bei den Spielern gut an, dass sie jemanden an der Seite haben, der auch in der ersten Liga gespielt hat, wo man halt so sagt, okay, der hat den Weg geschafft, bei dem kann ich mir wirklich was abgucken? Ja, ich hoffe schon, dass das hilft. Also ich fand's immer schön, wenn ich mit Leuten zu tun hatte, die selber gekickt haben, wo man vielleicht auch mal schauen konnte und ja, vielleicht mal, wenn man mich nicht so gut kennt, auch mal googelt, oh, der hat bei Fortuna gespielt ein paar Jahre. Also ich glaube, das kommt bei den Jungs schon gut an. Und ich habe jetzt nach den ersten Wochen schon das Gefühl, dass ich einen guten Zugang zu den Jungs habe. Die nehmen das auch an, was ich sage. Und ich hoffe, dass ich ihnen damit ein bisschen weiterhelfen kann. Bist du auch ein Stück weg Vertrauensperson? Einfach, weil es ein anderer Ansprechpartner ist als der Trainer? Auch ein Ansatzpunkt, klar. Also zum Trainer hat man immer ein anderes Verhältnis als vielleicht dann zu mir. Also die Jungs können mit allem zu mir kommen, gar keine Frage. Es wird auch von meiner Seite nicht alles weitergegeben an den entsprechenden Trainer dann. Gut, wenn ich glaube, dass das schon relevant ist, natürlich. Aber wir stimmen uns da ab. Also das ist alles in Abstimmung mit den einzelnen Trainern, auch den Individualtrainern, ob es jetzt im Athletikbereich sind oder die Physiotherapeuten, dass das insgesamt gut koordiniert ist auch und ja, quasi fast eine Rundumbetreuung ist. Das ist ein bisschen unser Ziel.
dass wir da noch eine spezielle Förderung haben für unsere besten Spieler in den Jugendmannschaften. Die hast du ja jetzt dann alle im Blick. Wie gut ist denn die Fortuna aufgestellt, was das angeht? Glaube ich, gar nicht so schlecht. Die Jugendmannschaften sind passabel gestartet in die Saisons, also speziell die U19. Auch die U17 sind im oberen Mittelfeld, sag ich mal, angesiedelt. Und der Start war schon mal ordentlich. Ist natürlich alles noch ausbaufähig, keine Frage. Die Saison ist ja auch noch jung. Eines der jungen Talente bei der Fortuna, haben wir uns mal rausgepickt, nämlich Mika Timothy Hanratz. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Er ist nämlich deutscher Jugendnationalspieler. Mika Timothy Hanratz hat das geschafft, was bei der Fortuna seit rund 13 Jahren keiner mehr gepackt hat. Der 16-Jährige ist nach langer Zeit der erste Fortuna, der es als Jugendspieler der Flingeraner in eine deutsche Jugendnationalmannschaft geschafft hat. Am 18. März dieses Jahres durfte er sich zum ersten Mal das Trikot mit dem Adler auf der Brust anziehen. Ein Moment, den er erstmal nicht vergessen wird. Das erste Mal war natürlich ein ganz, ganz emotionaler Moment für mich, muss man echt sagen. Es war mal was anderes, dann zu sehen, auf der Einladung stand halt Deutscher Fußballbund. Ich war sehr aufgeregt die Tage vor der Einladung und es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Es ist eine riesengroße Ehre. Ich meine, man vertritt dann auf dem Platz das eigene Land und mit den besten Spielern Deutschlands gegen die besten Spieler von einem anderen Land. Und was Besseres kann man eigentlich gar nicht haben. Da kann man sich nur darauf freuen dann. Die Freude über diese Ehre sieht man ihm an und das zu Recht. Mittlerweile hat Hanratz dreimal für die U16-Nationalmannschaft und zweimal für die U17 auf dem Platz gestanden. Als Innenverteidiger zeigt er bei seinen Einsätzen gute Leistungen. Das hört man auch von seinem Trainer bei der Fortuna, Samir Sisic. Der bescheinigt auch, dass Mika trotz des Erfolges ein ganz bodenständiger Teenager ist. Also Mika würde ich als sehr sozialen Jungen, sehr aufmerksamen Jungen beschreiben, der immer wieder auf das Wohl der anderen achtet, aber dabei eigentlich nie seine Ziele aus dem Auge verliert. Also der ist schon sehr zielfokussiert, aber trotzdem sehr aufmerksam und sehr aufgeweckt und ist folglich auch unser Kapitän. Und das nicht nur wegen seiner guten sportlichen Leistung, sondern am Ende auch, weil er es einfach menschlich unwahrscheinlich gut löst, alles. Beobachtet man den gebürtigen Berliner im Training, bestätigt sich dieser Eindruck. Mika Hanratz ist präsent und spricht viel mit seinen Mitspielern. Ein echter Führungsspieler eben, der natürlich auch Begehrlichkeiten anderer Vereine weckt. Trotzdem hat er sich dazu entschieden, bei der Fortuna zu bleiben und Anfang des Jahres seinen Vertrag bei den Rot-Weißen verlängert. Der Hauptpunkt war einfach dieses Familiäre. Ich glaube einfach, dass wir hier ganz eng zusammenhalten, in schweren Zeiten, aber auch in guten Zeiten. Ich glaube, dass man hier auch aufgefangen wird, wenn man mal auf den Boden fällt und dass man hier auch sehr schnell wieder aufgebaut werden kann. Und ich glaube, dass auch das, was man braucht in einem Verein. Deswegen habe ich mich auch hier entschieden, hier zu bleiben. Richtig gestürzt ist Mika bisher noch nicht. Und wenn, dann muss es eben wieder schnell auf die Beine gehen. Denn trotz des guten Starts in die Fußballerkarriere hat Mika noch einen weiten Weg vor sich. Was er schon kann und was er vor allem noch verbessern muss, kann keiner besser beantworten als sein Trainer. Ich bewundere immer wieder seinen Mut. Sein Mut, das hat er auch in den Länderspielen demonstriert. Da ist er unwahrscheinlich mutig im Spielaufbau, traut sich Bälle zu spielen, Mittelfeldspieler einzusetzen. Das ist überragend, glaube ich, sein Aufbauspiel. Zweikampf, ist er griffig, ist er da. Ein bisschen an der Beweglichkeit muss er noch arbeiten, aber das vielleicht auch ein bisschen dem aktuellen Wachstum geschuldet, weil er einen relativ großen Schub gemacht hat in den letzten Monaten. Und am Kopfballspiel, da muss er noch ein bisschen was tun. Mika selbst beurteilt das übrigens ganz ähnlich. Vor allem das Kopfballspiel will er noch verbessern, um seinem Vorbild Jerome Boateng nacheifern zu können. Wenn er das schafft und auch die anderen kleinen Schwächen abstellen kann, steht ihm vielleicht noch eine große Zukunft bevor. Noch denkt Hanratz jedoch nicht so weit. Er setzt sich lieber kleine Ziele. Ja, also mannschaftstechnisch denke ich mal, dass so meine Pläne sind, auf jeden Fall den Niederrhein-Pokal dieses Jahr zu gewinnen. Unser großes Ziel ist die Top 5 in der Bundesliga in der U17. Und persönlich denke ich mal, mich weiter zu verbessern, das ist erstmal so die erste Sache. Im Rahmen der Nationalmannschaft zu sein, ist natürlich auch ein Ziel von mir. Bleibt er weiter bodenständig, trainiert fleißig und streut hier und da mal einen kleinen Trick ein, dann wird man bei der Fortuna mit Sicherheit noch von Mika Timothy Hanratz hören. Mika Timothy Hanratz ist natürlich auch ein Spieler, mit dem Jens Langenecke zusammenarbeitet. Wie hast du ihn erlebt? Was sind so für dich die herausragenden Eigenschaften von Mika Hanratz?
Ja, es ist im Beitrag gerade schon vieles gesagt worden, aber was mich unheimlich beeindruckt ist, ist seine Präsenz auf dem Platz. Also man darf nicht vergessen, also der ist 16 Jahre alt und er hat schon eine Ausstrahlung, auch Führungsqualitäten innerhalb unserer U17-Mannschaft, aber auch beim U17 Länderspiel, beim Vier-Nationen-Turnier in Bremen war ich auch vor Ort gegen Italien, auch in der Mannschaft. Eine natürliche Ausstrahlung und direkte auch Führungsqualitäten. Ja, da ist er schon sehr weit. Also ich glaube, wenn ich mal ganz weit zurückdenke, also was ich mit 16 Jahren gemacht habe, also ich glaube, fußballerisch war ich bei weitem nicht so weit, wie Mika jetzt ist und ja, wie wahrscheinlich auch viele. Also insgesamt sind die Jugendspieler heute schon sehr früh viel weiter als es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren war. Also er hat wahrscheinlich die besten Voraussetzungen. Was sind denn so Punkte, die halt bei so einem Spieler dann so dazwischen kommen können, wo man sagt, da verliert man vielleicht einen Fokus, wo man dann auch vielleicht an deiner, oder was dann vielleicht auch deine Aufgabe ist, dagegen zu arbeiten, dass der halt fokussiert bleibt und sich weiter aufs Sportliche konzentriert? Ja, genau dafür bin ich dann auch da. Er hat es ja auch gesagt, er möchte Step by Step seinen Weg gehen und das ist auch genau richtig. Also man darf jetzt nicht nur, weil man U17-Nationalspieler ist, denken, dass man in 2 Jahren irgendwo einen Profivertrag unterschreibt und dann die nächsten 15 Jahre Bundesligaspieler ist. Also diese Hirngespinste, ja, die haben einige Jugendliche, vielfach auch die Eltern. Aber ich glaube auch da, familiär, habt die Eltern auch kennengelernt, ist das alles sehr bodenständig, sehr realistisch und die schätzen das schon sehr gut ein, dass da noch ein langer Weg der Entwicklung zu gehen ist. Aber die Voraussetzungen sind da und wollen mal schauen, wie gut er diesen Weg weiter beschreitet. Mika hat seinen Vertrag jetzt verlängert. Inwieweit ist das ein gutes Zeichen für andere Spieler aus der Fortuna-Jugend, die sehen, wir haben einen deutschen Jugendnationalspieler und der bleibt auch bei der Fortuna, der geht dann nicht nach Leverkusen, Dortmund, Schalke? Ja, absolut. Ist natürlich für uns ein sehr positives Zeichen. Und auch Wertschätzung für das NLZ. Also natürlich haben wir noch ein bisschen Rückstand aufzuholen zu den Vereinen, ich sag mal, in direkter Umgebung. Das ist ja, das liegt ja auch auf der Hand, aufgrund der Vergangenheit. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt schlechte Arbeit abliefern. Also wir sind hier keine Kaffeebude. Also wir haben ja auch schon einiges auf den Weg gebracht. Oder ich sag jetzt wir. Ich bin jetzt erst seit kurzem im NLZ dabei, aber die Mitarbeiter haben da auch in der Vergangenheit schon einiges geleistet. Der zweite Stern ist da. Es gibt 2 Elite-Schulen des Fußballs in Düsseldorf. Also da sind schon einige Dinge auf dem Weg. Also es sind auch sehr viele gute Sachen, die wir hier bei Fortuna im Nachwuchs machen. Und aus meiner Sicht muss hier kein Spieler irgendwie nach Gladbach oder sonst wohin wechseln. Also wir kriegen die Entwicklung hier sehr gut hin. Okay, dann kommen wir mal zu den Fragen der Zuschauer. Die können Sie natürlich auch wie immer stellen an 95ole@centertv.de, wie das auch Christian Hügel gemacht hat. Er fragt, hallo Jens, wie schwer fällt es dir noch, den Jungs bei den Zweitligaspielen zuzugucken, weil du denkst, eigentlich hätte ich auch noch Bock? Überraschenderweise fällt mir das gar nicht schwer. Also ich habe seit meinem letzten Spiel im Mai in der U23 in Uerdingen war mein letztes aktives Spiel. Ich habe seitdem gar nichts gemacht. Also ich war noch nicht mal 20 Minuten joggen oder was auch immer. Ich habe 3-4 Mal für die Traditionself gespielt, aber das war's dann auch schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt gar nichts, weil ich einfach auch erkannt habe, ich bin 38 und der Körper ist einfach am Ende nicht. Also das wäre ja blöd. Pause. Nee, aber es ist einfach so, wenn ich, ich sag jetzt mal, regulär 1-2 Wochen trainieren würde, hätte ich definitiv wieder Schmerzen im Sprunggelenk und dann macht es halt auch einfach keinen Spaß. Also demzufolge ist da absolut kein weinendes Auge dabei. Natürlich, irgendwann denkst du dir immer mal, ja gut, hätte ich jetzt anders gespielt, aber alles im grünen Bereich. Andrea Pieck fragt, hallo Jens, wie oft hast du noch Kontakt zu Lumpi und wie beurteilst du seinen Weg bei Dynamo Dresden? Vielleicht mit der Bitte um kurze Antwort, weil die Zeit ein bisschen davon läuft. Wir schreiben uns ab und zu und ich finde es überragend, was er für einen richtig guten Saisonstart mit Dresden hatte und gönne ihm von Herzen, dass er nächstes Jahr hier mit Dresden in der Esprit Arena spielt.
Das wäre auf jeden Fall ein schönes Spiel, da würde ich mich auch sehr drauf freuen. Die Frage der Woche kommt von Sebastian Merle. Er fragt: Hi Jens, du hast insgesamt 35 Elfmeter-Tore geschossen. Nach dem Karriereende kannst du uns doch verraten, was war dein Geheimnis am Punkt? Also es gab kein Geheimnis. Elfmeterschießen ist Kopfsache. Also ich glaube, speziell in der ersten Pokalrunde haben wir gesehen, dass da extrem viele verschossen wurden. Also es liegt ja nicht daran, dass Fußballprofis aus 11 Metern das Tor nicht treffen. Das ist es nicht. Ich habe einfach versucht, ja, wenn der Pfiff dann erfolgt ist, in den meisten Fällen nach Foul an Maxi Beister, dann bin ich dann halt von hinten nach vorne gegangen, einfach versucht, runterzufahren, alles andere auszublenden und ja, und dann in Elfmeter zu verwandeln. Das ist jetzt auch, ich habe ein paar Mal in die Mitte geschossen, das ist schon richtig, aber viele sagen, ich hätte immer in die Mitte geschossen. Das ist natürlich auch Quatsch, wenn man sich alle anguckt, aber ein großes Geheimnis gibt es da nicht. Es ist reine Kopfsache und entweder ist er drin oder nicht drin. Okay, dafür, für die Frage der Woche bekommt Sebastian Merle natürlich einen Preis. Die Stadtwerke Wundertüte gibt es wie immer und ein Fortuna Düsseldorf Shampoo. Jens Langenecke, ich bedanke mich auf jeden Fall für den Besuch bei dir. Wünsche dir natürlich viel Erfolg auch bei deiner Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Fortuna am Freitag gegen Sandhausen gewinnt. Und wir sehen uns dann wieder vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld mit dem Wiedersehen mit Norbert Meyer. Bis dahin, machen Sie es gut.